Zwischen dem Schrei der Angst und der Stille des Todes ist ein Flüstern. Das Flüstern einer Seele, die nicht tot ist. Das Flüstern der Gedanken vor dem Wahnsinn. Das Flüstern eines Albtraums, der Wirklichkeit wird. Sie und dieser Bruno Clavel hatten Streit und jetzt stellt sie es als Vergewaltigung hin. Da ist ein Punkt, den Sie verschwiegen haben. Ich habe ihn einmal getroffen vor einem Monat. Ich schieße! Nein, wirst du nicht. Was macht Sie so sicher, dass es Bruno Clavel war letzte Nacht? Weil ich ihn erkannt habe. Bruno Clavel ist zu Hause und er war es den ganzen Abend. Jemand versucht, Sie zu töten. Sieh dir das Messer an, es ist hier abgesplittert. Whispers to Kill. Sicher ist nur, dass jemand versteckt wurde. Die Frage ist, wer? Es war Bruno Clavel. Von den Produzenten der Filme Ghostbusters, Die Fliege, Die Unzertrennlichen und Staatsanwälte küsst man nicht. Erkennen Sie diesen Mann? Er ist es. Mein Gott, Sie erschießen ihn! Sie sind tot. Diesmal entkommst du nicht. Hillary! Hillary! Ein Hochspannungsthriller nach dem gleichnamigen Bestseller von Dean R. Kunz. Es konnte nicht Bruno Clavel sein. Er ist tot. Und er kam zurück von dort. Sie organisierten Bruno Clavels Beerdigung. Ja, so eine angesehene Familie. Sie haben die Leiche gesehen? Ja, natürlich. Wir beerdigten Bruno Clavel vor 4 Tagen. Er wurde nicht auf dem Friedhof beerdigt. Er lebt noch und er will mich umbringen. Sie haben die Fäden gezogen, Gesetze gebrochen, um Brunos Leiche hierher zu holen. Ich kann dich nicht mehr sehen, Mutter! Bruno hat nie geglaubt, dass seine Mutter wirklich starb. Victoria Tennant, Solo für 2 und Chris Sarandon, Hundstage, das Ostermann-Weekend, die rabenschwarze Nacht. Angst schreit. Terror flüstert. Whispers to Kill.